Herr Gruber, wir sprechen jetzt über den Film Pater Robert Mayer, in dem Sie die Hauptrolle übernommen haben. Den Pater Robert Mayer eben. Was ist das für eine Rolle? Also die Rolle ist nicht die erste Hauptrolle, die ich gespielt habe, aber ich würde sagen die wichtigste Rolle, weil es um einen sehr wichtigen Mann geht, Pater Robert Mayer, der 1876 geboren ist und dann eine sehr wichtige Rolle im Widerstand gegen die Nazis hatte, damals im Zweiten Weltkrieg. Eine Figur, die ich, bevor ich diesen Film angefangen habe zu drehen, nicht kannte. Also war es eine Überraschung, weil angeblich kennen ihn fast alle hier in München. Und Sie sind ja auch gebürtiger Münchner. Ja, ja. Ich habe zwar nur die ersten 10 Jahre hier gewohnt. Jetzt bin ich erst seit einem Jahr wieder in Deutschland. Ich war fast 30 Jahre in Italien und den Vereinigten Staaten. Wie gesagt, jetzt wieder in München. Und jetzt habe ich den Pater Robert Mayer kennengelernt. Und wie gesagt, eine sehr wichtige Figur, weil er gegen die Nationalsozialisten damals gekämpft hat und nie aufgegeben hat. Also er hat auch in der Kirche gepredigt und schon damals gesagt, ein Katholik kann kein Nationalsozialist werden. Also und ein Nationalsozialist kann kein katholischer Bürger sein. Aufgrund jetzt dieser bedeutenden Rolle, haben Sie deswegen gesagt, jawohl, das will ich spielen? Oder wie kam es dazu? Es kam dazu, weil ich den Regisseur Damien Chapa schon vorher kannte. Ich habe mit ihm eine sehr kleine Rolle in L.A. gespielt, in einem Kinofilm. Und als er dann erfuhr, dass ich in Europa war, und er selber hier in Deutschland war, hat er mich kontaktiert und hat gemeint, er hätte eine sehr interessante und schöne Rolle für mich. Da hat er mir das Drehbuch zugeschickt. Ich habe es gelesen und war sofort begeistert. Vom Fleck weg sozusagen. Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, es ist ein unglaublicher Mensch. Also was der alles durchgemacht hat und in den Zeiten, also es ist fast unvorstellbar. Das haben Sie dann schon anhand des Drehbuches gemerkt? Oder Sie haben wahrscheinlich auch erstmal dann angefangen zu recherchieren und was über die Person Pater Robert Mayer anzulesen. Wer war er? Was hat er gemacht? Ja, es gibt leider nicht viele Videos über ihn. Den Film, es gibt so einen kleinen Dokumentarfilm über ihn, habe ich mir aber nicht angeschaut, wollte ich nicht. Okay, warum? Ich hatte Angst, dass es mich irgendwie beeinflussen würde. Also Sie wollten mein Ihre Ding machen. Eigene Vorstellung von, genau. Wie Sie sich die Rolle vorstellen. Mhm. Und ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt. Also als ich dann am Set war mit Priesterkleid und geschminkt und es war automatisch, ich war einfach Pater Robert Mayer. Es ging ganz gut. Also Sie haben natürlich dann einerseits ein bisschen recherchiert und dann hat die Kostümerie auch ein bisschen geholfen. Ach so, aber ja. Haben Sie sich sonst irgendwie auf die Rolle, Priester ist man ja jetzt nicht jeden Tag, wie haben Sie sich vorbereitet auf die Rolle? Ehrlich gesagt, ich war nicht in der Kirche. Ich habe mir keine Priester angeschaut während den Predigten. Ich habe mich einfach ins Drehbuch getaucht, wenn man das so sagen kann. Und habe dann mit meiner Fantasie viel gespielt. Ich habe mir alles vorgestellt, wie es so gewesen sein, wie es war. Ich weiß nicht. Ja. Das heißt also, wenn wir den Film erleben, erleben wir den Pater Robert Mayer sehr Oliver Gruber-mäßig. Ja, ich denke ja. Sie haben gesagt, Sie waren jetzt nicht in der Kirche, haben sich keine Priester angeschaut. Sind Sie denn gläubig? Ja, also hier auch in Bayern geboren, also katholisch. Aber ich gehe nicht allzu oft, was heißt nicht allzu oft, sehr selten in die Kirche, muss ich sagen. Ich habe eher
viele persönliche Gespräche zu Hause mit dem lieben Gott. Ich gehe nicht sehr oft zur Kirche, das muss ich beichten. Ach, also Kirche nein, aber Glaube schon. Ja, ja. Also spielt auch eine wichtige Rolle in Ihrem alltäglichen Leben. Ja, würde ich sagen. Hat das auch am Set irgendwie nochmal eine Rolle gespielt? Haben Sie kurz bevor es hieß End Action kurzes Gebet gesprochen? Ich weiß nicht. Immer mit dem Pater Rupert Mayer habe ich mich immer unterhalten. Ich war auch öfters im Museum, habe mir seine Sachen angeschaut. Und ja, doch ein bisschen Hilfe habe ich schon gebraucht. Und haben Sie erhalten anscheinend ja, dann auch. Ja, das Ergebnis werden wir dann ja, denke ich mal, sehen. Sie hatten es ja gerade gesagt, einen persönlichen Bezug so hatten Sie jetzt nicht zu Pater Rupert Mayer. Sie haben ihn das erste Mal über das Drehbuch kennengelernt, aber dadurch, dass Sie jetzt in München aufgewachsen sind, immerhin in der Bürgersaalkirche wurde gedreht, das war eine sehr bedeutende Kirche, aber auch zu St. Michael, hatten Sie da irgendwie noch einen Bezug aus Kindheitstagen? Da war ich als Kind, ja, und das ist eine wunderschöne Kirche. Ich hatte sie irgendwie immer noch größer in meinen Erinnerungen. Aber als Kind ja. Größer, ja. Alles größer. Sogar ja, als kleine Sache, kleine Extra-Sache. Ich war letzte Woche im Luitpoldpark, wo ich aufgewachsen bin. Und da hatte ich auch diese sehr große Vorstellung von diesem riesengroßen Wald und so. Okay. Naja. Aber Sie haben sich wahrscheinlich nicht erträumen lassen als Kind, dass Sie später mal als erwachsener Mann dort Pater Rupert Mayer verkörpern werden. Nein, wirklich nicht. Sprechen wir jetzt mal vielleicht über Ihre schauspielerische Leistung. Mal Hand aufs Herz. Gab es da irgendwelche Probleme mal, oder wo Sie dachten, das war schwer? Oder ja, wie verkörpert man Pater Rupert Mayer, einen Menschen, den Sie ja persönlich nicht treffen konnten? Nein, schwer habe ich es ehrlich gesagt nie gefunden. Gleich am ersten Drehtag, wir haben ja mit den Szenen in Sachsenhausen angefangen, also Konzentrationslager. Und da hat mir das Klima geholfen, weil es sehr kalt war. Ich habe barfuß gedreht, mit diesem leichten Pyjama. Und da habe ich gleich irgendwie so ein Kick gekriegt und dachte, wow, was ist denn hier? Und ich habe gleich versucht, an die Leute zu denken, die dann jahrelang so gelebt haben. Also in der Kälte, ohne etwas zu essen für mehrere Tage, zu trinken. Nein, es ging wirklich ganz gut. Also mit diesem Versenken in die Rolle, in die Zeiten. Weil auch einerseits natürlich, Sie sagten die Wetterbedingungen, wenn es kalt war, ja, es war, ist dann wahrscheinlich sehr realistisch auch, ja, oder? Ja, wenn man ja dann mit nackten Füßen da rumläuft. Und ich habe auch die Szene gesehen und hat mir sehr gut gefallen. Also wahrscheinlich einer meiner Lieblingsszenen. Stichwort Make-up und Kostüme, das hilft natürlich ja auch mal. Sie hatten es vorhin ja schon mal einmal kurz erwähnt, aber können Sie vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen, jetzt in diesem speziellen Fall, was gerade auch vielleicht so ein Priestergewand mit Ihnen gemacht hat? Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das erklären kann, aber geschminkt und mit Priestergewand. Ich glaube, ich kann das wirklich nicht mit Worten erklären, aber man fühlt sich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich das sagen soll. Sie waren dann nicht mehr Oliver Gruber. Ich war nicht mehr Oliver Gruber. Und also das haben mir auch dann auch viele Kollegen gesagt, du verwandelst dich wirklich, ja, du bist ein anderer Mensch. Und so war es eigentlich auch, ja. Wir haben es ja miterleben dürfen. Es war ja von einem Tag, meistens sogar innerhalb eines Tages, waren es mal jung und dann hatten sie plötzlich graue Haare. Da mussten sie ganz schnell switchen. War das schwierig oder eine Herausforderung oder hat sie das auch gereizt? Das hat mich auch gereizt. Schwierig habe ich es
doch nicht gefunden. Da hat mir meine, könnte ich sagen, meine Oma geholfen. Weil als ich jung war, habe ich immer an meine Oma gedacht und hatte dann dieses junge Lächeln und Erinnerungen und so weiter. Und als Pater Rupert Meyer in den älteren Tagen, da habe ich immer nur an die Zeiten gedacht, an alles, was er mitgemacht hat. Und deshalb bin ich auch öfters, also fast im ganzen Film, sehr ernst. Obwohl ich weiß, Pater Rupert Meyer war auch ein sehr fröhlicher und lustiger Mensch. Das sieht man vielleicht weniger im Film. Also Sie hatten schon einen größeren Spielraum, auch sich die Rolle so zurechtzulegen, sag ich mal, wie Sie sich das vorgestellt haben. Mhm, ja, also ich hatte, wie gesagt, schon mal mit Damien gedreht und er lässt also wirklich dem Schauspieler freie Bahn. Also er hat mir vielleicht 2-3 Mal hat er mir nur was gesagt, also wie er es sich vorgestellt hatte, und da haben wir halt ein bisschen darüber gesprochen. Da habe ich was anderes gebracht, aber ansonsten hatte ich wirklich Freilauf. Also, freie Hand. Ja. Damien Chapa, der Regisseur, gutes Stichwort. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Also ich habe jetzt mit dem Damien 1, 2, 3 Filme gedreht. Welche waren das? Das war dieser erste Film in L.A., Dark Crossing. Da ging es eher die mexikanische Mafia und das Drogenhandel. So ein und so. Leicht anderes Thema. Ja. Und letzten Sommer haben wir in Frankreich einen Action-Thriller-Film gedreht. Auch da spiele ich einen britischen Banker, ein bisschen verrückt, Millionär, der dann auch seine Frau umbringen will. Das ist auch was ganz was anderes. Also. Und ich arbeite sehr gerne mit Damien, auch wenn es am Set sehr chaotisch ist und sieht immer so aus, als würde was fehlen oder was schief gehen, aber zum Schluss klappt dann immer alles. Das ist auch ein bisschen aufregend. Also, ja, ein Genie. Ja. Genie. Verrückter Genie, würde ich sagen. Ja. Und ja, ich glaube, man hatte ja immer das Gefühl, er hat ja immer gesagt, Sie hätten einen Überblick, in welchem Jahr wir jetzt gerade so sind, 1919 oder wie auch immer. Das sagt er aber nur, weil er weiß ganz genau, was, okay, was los ist. Ja, ja. Aber er ist ein bisschen ein Showman. Also. Ja, das glaube ich auch. Und ein sehr guter Schauspieler, muss ich sagen. Ach so, er spielt, ja stimmt, genau, er spielt auch. Ja, ist ja mit. Und in Pater Rupert Meyer hat er auch eine sehr kleine Rolle. Er ist aber dabei und er spielt diesen amerikanischen Offizier, der mich dann nach dem Krieg wieder nach München bringt. Also mich, dem Pater Rupert Meyer. Von Ettal nach München, und also werden wir ihn auch am Schluss sehen. Ja. Ihre Lieblingsszene, gibt es da eine? Ja, ich denke, wie ich vorher gesagt habe, die Szene im KZ-Lager. Das war auch die erste Szene, die wir gedreht haben. Und es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel vor Gericht, vor den Nazis, als ich verurteilt worden bin nach Sachsenhausen, und vielleicht in der Kirche auch, als ich verhaftet wurde und gegen die Nazis gesprochen habe. Ja, das war ja schon eine dramatische Szene. Wir haben die ja auch kurz miterlebt. Erst diese schöne jüdische Musik und dann wurden sie verhaftet. Ach so, ja, das war eine andere Verhaftung, aber die war auch ganz nett, die Szene hier. So, so. Er wurde 3-mal verhaftet. Also. Warum sollten sich die Menschen diesen Film anschauen? Weil es eine wahre Geschichte ist. Also es ist ein echter Mensch. Und ein Superhero. Und
Das ist also eine wichtige Figur, die jeder kennen sollte. Gläubig oder nicht, ist einfach ich weiß nicht, eine unglaubliche Figur. Und die ich glaube, die müsste jeder kennenlernen. Und auch wenn man jetzt nicht unbedingt eine religiöse Einstellung hat, kommt man auch so als Action-Fan oder Romantik-Fan auf seine Kosten? Ja, also ja, als Action-Fan schon, Romantik ein bisschen weniger, aber man kann, also es ist ein großes Vorbild für jeden, würde ich sagen. Gut, super. Herzlichen Dank, Oliver Gruber, für das Gespräch. Ja.